Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in, ja, eigentlich merkwürdig Hausen mit der Ophelia Nikmos. Wir sind aber ja auf dem College mit ihr. Und ja, sie lernt gerade noch lebenslange Zufriedenheit. Und dann wird sie sich erstmal ein Studienfach aussuchen. Braucht man einen Computer? Da gehen wir da runter und Studentensekretär Fach festlegen. Genau das hier müssen wir machen. So, wer ist das? Ottmar Guevara. Das Zimmer ist noch nicht belegt, statt dass er in seinem eigenen Zimmer reingeht. Die drei Zimmer hier unten sind noch nicht belegt. Da kommt Laura Pütz. Das ist Verona Fisch. Ah, Laura Pütz, da nimmt das Zimmer. Okay. Und sie weiß ich gar nicht. Hat sie schon eins oben belegt? Ich glaube schon. Schade, dass es nicht angezeigt wird. Doch, da hinten. Ja, die drei sind oben auch schon belegt. Okay. So, dann gehen wir mal das Fach festlegen. Und sie will ja irgendwann mal die Gesetzeshüterkarriere, die Spitze davon erreichen. Und deswegen gucke ich mal, was wir da so haben. Wer ist das? Alfred Jacobi. Okay. Der nimmt wahrscheinlich jetzt das Zimmer. Genau. Okay. Da dürfen wir uns mal ein bisschen bald mal kennenlernen. Die ganze Mannschaft hier. So. Allzu schnell ist sie auch nicht. Dumm. Okay. Dip, 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 dip. So, was haben wir denn? Wir haben ganz viele Sachen und ja, Psychologie. Also hier ist zum Beispiel die Gesetzeshüter dabei. Das wäre also möglich. Da gucke ich jetzt nämlich mal einfach nur mal da drauf. Geschichte, Physik, das wäre Literatur. Das, nee, das ist nicht dabei. Politikwissenschaft, dann haben wir hier Mathematik, wir haben BWL. Da ist Biologie, würde auch die Gesetzeshüter passen, rein theoretisch. Philosophie, Kunst, Schauspiel. Ja, Psychologie. Ich glaube, wir machen oder bleiben bei der Psychologie, die Lehre vom Geist. Jeder ist sich bewusst, wie komplex das Gehirn eines Sims ist. Aber nur wenige verstehen, wie es funktioniert. Ein Sim ist nämlich tatsächlich eine wilde Mischung von Wünschen, Persönlichkeiten und Grundinstinkten. Und vielleicht kann nur jemand, der Psychologie studiert, die Methode hinter diesem Wahnsinn verstehen. Wir brauchen hier Sauberkeit, Charisma, Kreativität und Logik. Und wir machen die Psychologie. So. Okay, das heißt hier 16 bis 18 Uhr, da müssen wir in die Uni. Körper und Kreativität sollten wir auch noch erhöhen. Die Seminararbeit, das spare ich mir heute. Ich gucke mal. Warte mal, du hattest erstmal Hunger noch gehabt. Dann isst das nochmal und dann gehst du nochmal hoch und gehst nochmal auf die Toilette. Gibt es eigentlich männlich, weiblich? Ach ja, doch, warte mal. Das ist weiblich, okay. Haben wir irgendwas, was Kreativität erhöht? Ah, doch, da draußen. Hier, Kreativität. Und wo ist Fitness? Haben wir da irgendwas stehen? Da muss ich jetzt mal gucken. Haben wir irgendwas da stehen? Sonst muss ich das kaufen. Hier haben wir was mit Logik. Fitness. Sehe ich jetzt gerade nichts. Oder? Nee, da müssen wir was kaufen. Okay, dann kaufen wir direkt mal. Oh Gott, so viel Geld haben wir natürlich auch nicht, ne? Aber das günstigste wäre hier 900, das Fahrrad. Oder diese Trainingsbank oder Butterfly-Kraftstation oder die hier. Das ist eigentlich egal. Die kostet ein bisschen mehr. Das ist meistens die, die ich habe. Sonst Spaß 3, Umgebung 2. Der kostet aber 1400. Nee, ich nehme die hier und ich stelle sie dir direkt vor die Tür. Ja, ich stelle es mal direkt dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwie Geld hier zusätzlich bekomme. Das weiß ich gar nicht, wie ich das irgendwie angehe oder so. Ey, ihr lernt in meinem Zimmer. Ihr habt selbst Zimmer, Leute.
So, und dann muss ich noch mal gucken, ob ich irgendwie ein anderes Outfit vielleicht eventuell noch habe. Das wäre nämlich cool. So, das Zimmer ist jetzt auch belegt. Wer ist das? Mike Lauscher. Ich bin mir nicht sicher, ob das männliches Zeichen ist oder weiblich. Also kann ich. Ich kann auch nicht mal anklopfen oder so, ne? Das sieht aber doch nach einer Frau aus, oder? Das sind zwei Männer, zwei Frauen und hier oben drei Frauen, ein Mann. Okay, na gut. So, jetzt haben wir erstmal gegessen. Und jetzt mal noch auf die Toilette. Jetzt gehen wir nochmal gerade umziehen und dann gehen wir mal erstmal trainieren. Irgendwie läuft sie total lahmarschig. Ich weiß auch nicht. So, was haben wir denn noch? Oh Gott. Wir haben Sommer, Leute. Ach Gott, das sieht doch furchtbar aus. Wir müssen irgendwann mal einkaufen gehen, meine Liebe. Das ist echt furchtbar. Ophelia hat in einer Stunde Unterricht, genau. Und was war das? Das war ein Flitzer. Warte, hier flitzt jemand. Ein Körperpunkt, yay. Wer ist das? Edeltraut Bongartz. So, hier, wir müssen mal zum Unterricht. Eine Flitzerin. Die geht in die Männerdusche, natürlich. So. Jo, also wir haben jetzt einmal den Körperpunkt noch erwischt. Die Kreativität müssen wir dann, wenn wir vom College wiederkommen. 2 Stunden, pf, das ist ja eigentlich gar nichts, ne? So. 2 Stunden. 18 Uhr. Das muss ich natürlich noch erhöhen. So, ich habe Professor Ibrahim Willems kennengelernt und Professor Ariane Sims. Warum sind das immer so ältliche Menschen? So, dann gehe ich erstmal duschen. So, einmal duschen. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier malen. Und irgendwie müssen wir uns auch mit den anderen Leuten hier befreunden und Party machen und so, oder? Das gehört auch irgendwie dazu. Aber gut, das kriegt man auch noch hin. Den Punkt will ich jetzt einfach noch haben. So, perfekt. Den Punkt habe ich auch und jetzt gehe ich auch mal dahin. So, hallo. Einmal plaudern und einmal mit ihr, ja, Witze erzählen. Und der Typ geht hier raus. Achso. Ist das eigentlich auch eine Tür? Ja, das ist auch eine Tür. Achso, da geht's runter. Also auch. Achso, ich muss noch sagen, du darfst aufhören. Komm mal wieder rein. Und quatsch jetzt erstmal mit den Leuten hier. Das ist ja so der Aufenthaltsraum. Wobei der Aufenthaltsraum ziemlich dunkel ist, wie ich sieht so aus, ne? Wartet mal, ich möchte mal gerne hier das hier umstellen. Guck mal, dann kannst du nämlich hier besser lesen. Und eigentlich ist es wirklich sehr, sehr dunkel. Aber, warte mal, ich nehme mal die. Nee, nicht das da. Die Lampe will ich nehmen. Und die mache ich dann auch noch da rein. Dann ist zwar jetzt auf dem Flur mal ein kurzes Eck, wo es ein bisschen dunkler ist, aber. Hey, was ist denn das? Ein Hase! Joachim Duckert mit der hasenähnlichen, ja, Outfit hier. So, wir befreunden uns oder auch nicht, mehr oder weniger. Genau, mit unserem Johnny, den könnten wir vielleicht irgendwann mal einladen. Mike Lauscher, mit dir möchte ich auch nochmal quatschen. Wer bist denn du? Ach ja, Alfons. Und das ist Phoebe Ritter. Das ist die, die unten auch noch wohnt, wo ich noch überlegt habe, ist es eine Frau oder ein Mann? So. Okay. Ich check den auch mal gerade ab. Ich weiß ja noch nicht so genau. Also im Grunde ist sie, oder war sie eigentlich mit Johnny zusammen? Aber er ist jetzt nicht mit auf dem College, von daher schauen wir einfach mal, was sich so ergibt hier. So, auch noch mit dem Hasen hier, Joachim, quatschen wir auch gerade noch mal.
Und mal sehen, was sich so alles, ja, auf dem College eben so ergibt. Die lieben mein Zimmer, ja? Ich habe zwei. Oh, das sind ja. Nee, So. hä? Wo sind denn eigentlich meine Achtung. Hausaufgaben? Habe ich die auch mitgebracht? Gott, ich muss mal gerade was gucken. Ich würde gerne auch irgendwann mal einen. Computer gerne hier oben haben wollen. College Seminararbeit schreiben. So. Aber Hausaufgaben habe ich jetzt keine mitgebracht gehabt. Also ich sehe es zumindest nicht. Naja, gut. Habe ich den jetzt abgecheckt? Ja, ein Blitz. Naja, gut. Also nicht viel. Brauche ich aber jetzt auch nicht so direkt. Wir gucken einfach erstmal. Und, ach, das ist auch was zum Duschen. Ach so, nee, das ist drüben bei den Männern drin. So, sie darf jetzt erstmal ein bisschen Seminararbeit schreiben, mitten in der Nacht. Das ist hier. Ja, das machen wir halt am Computer. Ich weiß jetzt gar nicht, diese Hausaufgaben. Ups. Ophelia hat allen Versuchen widerstanden und sich nicht ablenken lassen. Da Ophelia die Seminararbeit fertiggestellt hat, verbessert sich ihre Note für dieses Semester dramatisch. So, ich hätte noch gerne was zu essen. Ich mache mir mal Müsli. Kochen müssen wir natürlich auch noch lernen. Ne? Also sie hat ja noch so gar nichts gelernt, muss ich gestehen. Ja, halt. Da sind. Nee, was? Da. Ja, kochen haben wir noch gar keinen einzigen Punkt. Da haben wir aber jetzt das zumindest schon mal geschafft. Das ist super. Müsli. Ah! Ich dachte, die hat Feierabend gemacht. Deswegen habe ich mal selbst gerade was gemacht. Sie kann aber auch nicht gerade gut kochen. So, dann gehen wir nochmal hoch. Toilette, nochmal duschen. Und dann schmeiße ich mal die Leute aus meinem Zimmer raus. Hallo? Anspruch auf Tür zurücknehmen. Tür abschließen. Und dann schlafe ich mal. Ich hoffe, die gehen dann auch alle raus. Was hat er in der Hand? College recherchieren. Ah, okay. Ach, gibt es dann noch was ich. Ah, guck mal, ich kann was auch immer recherchieren. Okay, Recherche machen. So, wo ist sie denn jetzt? Ophelia? Ja, gerade noch im Bad. Spaß ist jetzt natürlich auch total miserabel nach unten gegangen, aber egal. Ich muss jetzt erstmal schlafen. Kannst du mal bitte gehen hier? Alfons, Jakobi, du hast ein eigenes Zimmer hier. Er verbringt die Nacht hier in meinem Sessel. Das gefällt ihm einfach. So, wir müssen wieder um 16 Uhr. Das haben wir ja wunderbare Zeiten. 16 Uhr. Oh. Da kommt die Kuh. Gab es jetzt aber auch eine Rechnung? Ich glaube, wir müssen auch Rechnungen bezahlen. Wie kriege ich denn hier Geld? Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich denn hier Geld? So. Auf jeden Fall stehe ich jetzt erstmal auf und spiele mal eine Runde hier draußen. Ja, ich spiele einfach mal eine Runde. Ah, guck mal. Das ist, wer ist das? Olga? Olga. Und das ist Mike. Mike, komm, wir tanzen mal zusammen. Was? Streiten? Nein. Tanzen wollte ich mit ihm. Komm schon. Tanz mal mit ihm. Jetzt ist er abgehauen. Blöd. Kann ich mit ihr tanzen? Komm, wir tanzen mal. Wie heißt sie, Laura? Die wollen alle nicht. Komm, dann tanzt du mal alleine. Jumba. Oh, ist das mein Hobby? Ja, Musik und Tanz ist ihr Hobby. Das ist ja cool. Hey, die Kuh heißt doch Olga. Die geht aufs Männerklo. Hä? Olga Konen geht aufs Männerklo. Naja, in dem Outfit fällt sie wahrscheinlich nicht auf. Vermute ich einfach mal. Komm,
Genau, quatsch mal mit Olga. Mit der Kuh. Ich weiß gar nicht. Sprinklerstreiche. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich eigentlich so eine, wie heißt das, so eine Organisation? Nein, ich weiß nicht. Es gibt da so bestimmte Gruppen auf dem College. Ach so, mit Phoebe haben wir auch noch nicht gequatscht. Warte. Mit der können wir auch noch mal kurz, wobei vielleicht sogar zusammen tanzen. Nee, ich quatsch sie erstmal. So, ist gut, Olga. Ist gut. So, dann gehst du auch nochmal duschen. Duschen. Och, diese Gemeinschaftsduschen hier. Furchtbar. Und dann gehst du auf jeden Fall was essen. Ich denke mal, genau, hier gibt's Pfannkuchen oder sowas. Und dann geht's schon wieder fast nochmal einen Tag ins College. Was ist das hier? Nee, das gehört auf jeden Fall nicht mir. In einer Stunde gibt es wieder Unterricht. Oh, jetzt esse ich erst dann wieder. Ups. Ach, wie süß. Du sitzt, setz dich zu Pamela hin. Das ist sehr schön. So, eine Runde essen. Und dann, denke ich mal, geht's ab in den Unterricht. So, an dieser Stelle sage ich aber erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naida. Ciao, ciao.